MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen zu Carmechanic Simulator. Lange haben wir drauf gewartet. Und Leute, es gibt ein neues DLC, Mann. Ich hoffe, wir kriegen gleich was rein davon. Moment, ich mach ganz kurz den Auftragsordner leer. Vielleicht haben wir Glück, wenn das Telefon klingelt. So, wir sind ja noch hier an dem Kollegen gerade dran, alles zu reparieren. Ne, Moment, dafür gibt es ja diesen... den Shop für... Mal kurz nachschauen. Karosseriezustand ist noch nicht wirklich so gut. Ah. Kleine Feinheiten fehlen, ne? Jetzt haben wir die Feinheit auch. Okay, und der Kopf, die Motorhaube. Haube. So. Okay, gut, wunderbar. Wollen wir aber jetzt gerade noch nicht anbringen. Das Telefon klingelt die ganze Zeit. Vielleicht ist schon der passende dabei. Nein, noch nicht. Schade. Aber vielleicht kriegen wir einen Auftrag davon. Ich bin mir nicht sicher. So, ich glaube, wir waren dabei, den Motor komplett auseinanderzunehmen. Ja, fertig ist er auf jeden Fall noch nicht. Ich habe auf jeden Fall die Teile schon gekauft, die wir brauchen. Das weiß ich noch. Mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Bin ich ehrlich. Okay, der Wagen ist auf jeden Fall noch. Oh, ich glaube, das gibt eine Geldstrafe. Richtig? Ja, war klar. Ich wusste es, Leute. Ich hab's gewusst. Wofür sollte ich das denn jetzt abnehmen da unten? Damit ich überall drankomme wahrscheinlich, ne? War klar. So. Gut, runter mit dir. Ich find's übrigens cool, dass ihr so auf dem Carmechanic Simulator abfahrt, Leute. Ohne Spaß. Das ist so ein cooles Spiel und es hat eigentlich noch mehr Zuschauer verdient. Und das ist jetzt wirklich kein Spaß oder so, ne, von mir. Das ist mein Ernst. Das ist mein purer Ernst. Achso, was wir damit machen wollen, hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Den möchte ich gerne komplett auftunen. Ich glaube, wir haben noch hier alles für den Maluch gekauft gehabt, ne? Moment. Ja, hier die Abgasanlage in Chrom und. Wir haben viel getan, sage ich mal so. Okay, gut. Jetzt müssen wir den Rest abnehmen. Der ist nicht so schlimm. Der Maluch kriegt coole Felgen. Viele schrieben von wegen, ja, lass ihn doch so, wie er ist. Der sieht doch eigentlich ganz cool aus. Klar sieht der cool aus. Aber hätte ich ein cooles Auto gewollt, dann hätte ich ihn auf jeden Fall auch so gelassen. Ne? Die Technik von dem Wagen hier, die werde ich nie verstehen. Ne? Bin mal ehrlich. Aha. So, so. So, und jetzt kommen wir auch an die Feder dran. Also, ohne Spaß, Leute. Wer sowas baut, der hat Langeweile zu Hause. Guckt euch diese Halterungen mal an. Unfassbar. Würde keiner mehr benutzen heutzutage. Keiner. Naja, egal. Muss ja auch niemand mehr benutzen, ne? Außer wir jetzt. Zack, zack. Ich finde immer cool, dass das Spiel eigentlich ranzoomt an das Geschehen. Wow, was war damit los? Was war mit den Schrauben gerade los? Das sah sehr, sehr verwirrend aus. Schrauben können sich nicht so bewegen. Spiel, lass das. Verarsch mich nicht.
Schrauben können sich nicht um sich selber drehen und dann nochmal drehen und dann nochmal drehen und so. Nein, das können die nicht. Bitte nicht nochmal machen, danke. So, den Anlasser können wir rausschrauben. Und jetzt können wir das Getriebe rausholen. Das kleine Ding hier. So, den Dämpfer können wir auch rausholen. So, jetzt haben wir hier ein kleines Maluchgetriebe. Habt ihr schon mal so ein Ding in echt gesehen? Ich nicht. Ich weiß nicht, ob da man jetzt leider oder zum Glück sagen kann. Ich wüsste nicht, wer sowas gerne fahren würde. Außer natürlich Oldtimer-Liebhaber. So, ist das Ding auseinandergefrimmelt. Vorne bauen wir auch noch flott auseinander. Also vorne, hinten. Ich bin mir manchmal beim Maluch nicht sicher, wo vorne und hinten ist. Das ist sehr verwirrend bei Fahrzeugen, die hinten den Motor haben. Das schreit... Ich glaube, ihr könnt das lesen, was der GSM irgendwas da gerade geschrieben hat, ja? Er fragt mich doch tatsächlich, ob ich das Spiel empfehlen kann. Gucken die Leute denn meine Videos dann nicht? Oder was soll ich von dieser Sache jetzt halten? Weil, wenn ich etwas nicht mag, würde ich es ja nicht mehr spielen. Ich würde dann hier sitzen und sagen, tut mir leid, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, weil es kacke geworden ist. Unfassbar, haben wir den jemals so auseinandergenommen? Nee, ne? Ich glaube, den hatten wir nur mal als Kundenfahrzeug. Oder sowas. Gummidämpfer, Leute. Unfassbar. Würde sich keiner mehr auf die Straße lassen heutzutage mit. Lebensgefährliche Scheiße ist das. Genau, ich nehme die Feder schon mal raus, während der Reifen auf der anderen Seite noch drin hängt. Ja. Geht auch nur mit dem Maluch. So. Ah, hier ist wieder das coole System hier. Und, gut. Moment, dann kommt das doch hier auch nochmal gleich vor, oder? Das kommt leider immer nur einmal vor, dieser Fehler. Ist ganz lustig. Ernsthaft? Man muss hier genau zielen, ne? Sonst ist es vorbei. Okay, worauf sind die geschraubt, wenn ich mal fragen darf? Eine Verbindung habe ich jetzt direkt nicht gesehen, ja? So. Zack. Zack. So. Da war wieder der coole Fehler. So ein bisschen... mal schnittig durch die Gegend sich winden und wenden. Ich hoffe, dass sehr viel repariert wird. Wie viel geht kaputt, Mann? Übertreibt es nicht. Komm, ich will da noch einen Gewinn raus haben. Das sind aber keine 10% Chance. Boah, Glück gehabt. Obwohl, ich sag jetzt, boah, Glück gehabt. Dabei ist bestimmt einfach alles kaputt. So, davon brauchen wir 4 neue. Dann brauchen wir auf jeden Fall 2 neue. Die Bremstrommel selbst konnten wir reparieren. Schön sandgestrahlt wieder zum Einsatz zu bringen. Und eine Abdeckung war ganz. So, der Gummipuffer bestimmt defekt. Natürlich. Oder nicht drin. Ja. Was heißt defekt? Ich schätze mal nicht, dass man den reparieren kann, ne? Bei der Lagerbuchse brauchen wir auch einige. Ich kaufe mal von jedem 4 Stück, dann bin ich auf der sicheren Seite. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Carmechanic Simulator. Der letzte Part ist leider abgestürzt, ich weiß nicht warum. Hat sich aber jetzt behoben und von daher würde ich sagen,
machen wir weiter mit unserem Maluch. Und ich warte immer noch fleißig auf neue Teile, neues Auto. Und zwar gibt es ja jetzt den, Quatsch. Ich brauche vom Fahrwerk die Blattfehler. Ich warte immer noch auf etwas ganz Spezielles. Und zwar gibt es... Sehr gut. Einmal über den Auftrag reinschauen. Das ist der ganze Motor, der fehlt. Fehlt auch nur die Felge. So, jetzt kümmern wir uns einmal um das Getriebe. Hinteres Kurbelwellengetriebe ist nicht da. Hinteres... Was? Das gehört doch zu... Da haben wir es doch. Wunderbar. Nägelnagelneu und schick. Ah, Moment. Ich baue das ja gerade hier alles zusammen. So ein Quatsch. Der Motor muss erst raus. Der muss ja auch überholt werden. Der ist total im Fritte. So, wir gehen mal ganz kurz nachschauen, ob wir jetzt vielleicht den Auftrag überhaupt haben. Das wäre nämlich super geil. Ich möchte nämlich gerne einen DeLorean reparieren, beziehungsweise auch mal fahren. Schade, ist noch nicht dabei. Ich meine, wir könnten uns einen kaufen mit 82.000, aber... Ach, ist der Kofferraum, ich trottel. So, mal kurz gucken. Super. Konnte komplett restauriert werden. Alle Verdichter wieder in Ordnung? Nein, schade. Verdichter, sag ich. Ventil. Und er waren 5. Naja, gut. Habe ich mich jetzt verguckt. Ah, hatte aber genug. Tatsächlich, wunderbar. Nockenkurbelwelle passt. Benzinpumpe ist leider defekt. Zündverteiler ist in Ordnung. Zündverteilerläufer nicht. Ist immer so. Also der Läufer ist wirklich so eine Sache, der die grundsätzlich kaputt geht. Und der Deckel. Überall. Macht erstmal nichts. Ist nicht so schlimm. Dann brauchen wir noch einen Zylinder. 2 Stück. Sind das spezielle für den Maluch? Ja, schade. Halt, so, den hatten wir glaube ich schon gekauft. Naja, ist nicht so, so schlimm jetzt. Ist ganz lustig mal, so einen Wagen mal komplett wieder zusammenzusetzen. Finde ich schon cool. Auf jeden Fall in Wirklichkeit auch eine richtig dicke Arbeit, glaube ich. Also das macht man nicht eben mal so aus Langeweile, sondern sowas macht man dann schon bewusst, wenn man Spaß dran hat. So, neuen Kraftstofffilter reinhauen. Wunderbar. Ich glaube, das waren die Arbeiten, die wir jetzt hier oben machen konnten. Nein, hier vorne ist noch die Zündspule, die können wir einsetzen, die total weit weg vom Rest des Wagens liegt, warum auch immer. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welche Farbe der Wagen erhalten soll. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist immer noch nicht dabei. Schade. Vielen Dank nochmal an Kuba. Auf jeden Fall für das Add-on. Super geil. Coole Aktion. Für die Kurbelwelle einsetzen. Und den Rest jetzt mal. Ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Irgendwie cool aus, oder? Alles so nacheinander dran machen. So, eine niegelnagelneue Druckplatte braucht er. Der kostet schon Geld. Also den aufzubauen, also neu aufzubauen, das ist schon alle Achtung.
coole Sache, aber dass das Getriebe ganz ist. Dann brauchen wir noch einen neuen Anlasser. Der ist nämlich auch kaputt. Ich glaube, das war es hier hinten. Ja, hier das Gehäuse noch draufsetzen. So, dann kommen von oben jetzt als nächstes die Kolben dran. Ah, jetzt kann auch die Antriebswelle eingesetzt werden, klar. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, innerlich, wie zur Hölle bekommt der seine Power, aber... Ja, jetzt weiß ich's. So, sehr schön. Somit können wir damit eigentlich schon Gas geben. Ich wollte doch tatsächlich gerade wieder nach da hinten. Das gibt's gar nicht. Jetzt brauchen wir neue Kolben. Das Ding ist ja total kaputt. Wahnsinn. Zack, zack. Wunderbares Teil. Schick. Ich war am überlegen, ob wir ihn nicht normal lassen sollen oder halt so tunen. Das sieht schon geiler aus, wenn ein paar Sachen einfach schöner dargestellt werden. Danach sieht man tatsächlich wenig davon, leider. Aber ist ja immer so, ne? Jetzt kommt, glaube ich... Moment, jetzt kurz mal gucken. Okay, okay, okay. Okay, das sieht schon... sehr geil aus. Muss ich schon zugeben. Ein schöner verchromter Auspuff hinten dran. Ich kam nicht an die Schrauben. Das sieht so cool aus. Ah, geil. Guckt euch mal den Motor an. Allein durch die Chromteile wirkt er viel edler als vorher. Ist richtig geil gemacht. So, wir gucken mal, ob wir nochmal ganz kurz die Halle ein bisschen verschönern können. Ja, wir haben einen Aufwertungspunkt. Wo ist die Leiter da vorne? Ich wollte noch die Wände da ändern, weil die gefallen mir irgendwie nicht. Moment, das ist Wand B, schalte ich jetzt frei. Genau. Müssen wir gucken, kontrastmäßig, was wir da machen. Ja, das passt. Sehr geil. In die Außenfassade. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. So, der bekommt jetzt noch seine Ölwanne. Damit wir auch Öl einfüllen können. Und jetzt müssten eigentlich hier nur noch... Wow, da fehlt ja noch alles. What the fuck? Da fehlt ja noch einiges. Ich dachte, wir wären soweit fertig. Für mich sah der Motor jetzt gut aus, aber die ganze Lüftung fehlt. Hier. Achtung. Ah, komm schon. Komm schon. Dreh dich rein. Dreh dich rein. Dankeschön fürs Reindrehen, Mann. Verdammte Scheiße, hä. War aber jetzt eine Vergewaltigung schon. Unfassbar. Sehr schön. Das sieht schon sehr hässlich aus, muss ich zugeben. Jetzt braucht er noch Zündkerzen. Was gebe ich da manchmal ein? Zack. Zack. Und das schöne Kabel. So, schön für die Lüftung sorgen. Schönen Luftfilter. Moment. Gibt es den Luftfilter hier nicht für den... Nein, echt? Wow, okay. Ich habe jetzt gedacht, den gibt's da. Da wird befestigt wird der mit 3 Schellen insgesamt. Super. Aus dem Vergaser die Abluft. Zack, hier rein. Tschüss. Die Lichtmaschine haben wir komplett repariert. Fällt mir.
Das Gehäuse, perfekt. Vom Motorumbau sieht man danach eigentlich gar nichts mehr, ne? Das ist eigentlich echt pervers. Sieht schon geil aus. Hier vorne fehlt doch was, oder? Bin ich jetzt verkehrt? Da! Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich es gesehen. Ich war es gerade am Suchen. Ich denke so, irgendwo muss doch noch ein Teil dran. Gut getarnt, hä? Unfassbar. Och, leck mich am Arsch. Ernsthaft? Egal. Hier ist noch eine Steuerkette drin, okay. Okay, zum Glück habe ich das Zahnrad geholt, weil brauchen tun wir es eh. Neues Gehäuse drauf. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Hier ist alles kaputt, Leute. Alles kaputt, hey. Das gibt's gar nicht. Was? Das ist doch Scheibe, oder? Da. Ja, das ist ein Kreislauf-Ölfilter, okay. Und was brauchten wir noch? Teilrippenriemen. Ich kam nur auf Riemen, ich wusste nur nicht mehr, wie der Rest hieß. Jetzt braucht er nur noch Felgen, der Kollege. Halt. Motorhaube haben wir da. Einmal Öl rein, aber ordentlich. Wer kann es vertragen? Sehr gut. Man muss zugeben, es sieht geil aus. Sollte mal kurz nach den Aufträgen schauen. Telefon. Ist wieder nicht dabei. Egal, wir kriegen schon einen. Jetzt brauchen wir nur noch Felgen kaufen. Nicht Inventar. Tablet. Felgenshop. Halt, Tuningladen, Felgen. Die finde ich geil. Ach, der kann nur die tragen, oder was? Och nö, oder? Tatsache, der kann nur diese Felgen tragen. Das ist ja... Wie gemein. Wo kriege ich die Felgen denn? Ach ja, ich mag die Felgen zwar nicht, aber schade, dass wir dafür echt nichts anderes bekommen. Weil schön sind die jetzt nicht unbedingt, ne? Ihr bekommt dann noch die richtige Bereifung. Weil die Reifen sind standardgemäß für den Maluch. Ich weiß nicht. In dem Wagen ist ja jetzt so einiges nicht mehr Standard, ne? Ich hätte vorher gucken können, ob man da vielleicht einen Motortausch machen kann. Ist ja irgendwie cool aus. Was kostet er jetzt? 9730. Komplett 100%iger Zustand. Ist ja jetzt nicht der Hit, aber egal. So, normalerweise hat der Motor 23 PS. Paranormal Activity oder was? Ach so. Um die Reifen zu wechseln, muss er auf einen Lifter. Okay. Machen wir. So. Wir nehmen Sportbereifung. Sehr schick. So, dann ins Farbgeschäft würde ich sagen.
Nein, erst auf den Dino. Gucken wir mal, was er Standard im SPS hat. Los geht's. Wow, 30 PS. Das haut mich um. Ihr dürft die Farbe entscheiden, Leute. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, bleibt wie seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut.